Ich stehe heute hier im herrlichen Frühlingswetter auf dem Friedhof mit dem Blick auf die Gräber und das Kreuz. Die Lesung vom morgigen 5. Fastensonntag aus dem Buch Ezechiel hat mich hierher geführt. Darin heißt es: So spricht Gott der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Beim ersten Hören und Betrachten mit der christlichen Brille scheint es um die Auferstehung der Toten zu gehen. Doch das ist eine spätere Deutung. Ursprünglich geht es um das Bild der Wiederbelebung des Volkes Israel. Die Israeliten waren zu der Zeit im Exil in Babylon. Sie hatten alle Hoffnung aufgegeben, von der Heimat abgeschnitten, so gut wie gestorben und begraben. Gott aber will, dass sein Volk lebt. Er holt es aus den Gräbern der Hoffnungslosigkeit heraus. Durch seinen Geist verleiht der Herr neue Lebensmut und Kraft. Ein Text voller Hoffnung, geschrieben zur Ermutigung für unser Leben hier und heute. Ein großartiges Bekenntnis zum lebensschaffenden Gott. Er behüte euch. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.